Ich habe es, glaube ich, gerade noch mal drin gehabt. Wechseln Sie den Akku. Der Akku meiner Kamera ist leer. Muss ich mich jetzt mit Erhängen erschießen. Vielleicht ist es auch einfach so, dass es ein Zeichen ist, dass ich einfach heute kein Video machen soll. Gestern sollte ich auch kein Video machen. Der Import hat nicht geklappt. Deswegen ist heute auch Donnerstag und nicht Mittwoch. Heute ist alles anders. Das Licht ist anders. Ich bin anders. Ich bin heute ganz anders. Und die Welt ist heute auch ganz anders. Es ist noch ein bisschen dunkler draußen. Deswegen ist das Licht anders. Deswegen bin ich auch anders. Und ja, so. Ich war und bin schon immer sehr gern allein gewesen. So. Deswegen habe ich auch geheiratet. Ich wollte immer meine Ruhe haben. Seitdem ich denken kann, ist das so. Also 2, 3 Jahre alt, ich wollte immer alleine zu Hause bleiben. Und für mich ist die neue Technik ein Segen. Ich kann zu Hause bestellen. Ich finde das großartig, dass ich zu Hause bestellen kann. Ich muss nirgendwo hingehen. Ich kann ganz entspannt aus dem Internet mir Schuhe bestellen, ohne endlos mich durch die Massen zu quälen, mich mit Verkäufern abzugeben, die mir irgendwas aufschwatzen wollen, von dem sie meinen, das ist genau ihr Stil. Und ich mir denke, oh mein Gott, okay, ich wusste doch gar nicht, dass ich überhaupt einen Stil habe. Ich finde das toll. Ich finde das super. Aber wir werden erzogen zu Einzelgängern, zu Nerds, zu Stubenhockern. Also, es ist ja nicht so, dass ich alleine von zu Hause bestelle, dass ich alleine auf mein Handy starre, weil ich keine Lust habe, mich mit jemand anderem abzugeben und weil es meinem Kopf hilft, sich zu konzentrieren, wenn ich irgendwas anderes dabei mache. Es ist so, dass wir zusehends zu Einzelgängern gemacht werden durch genau diese Dinge, die man uns an die Hand gibt für teilweise wenig Geld, damit wir uns mit uns selbst beschäftigen, nicht mit anderen Dingen. Ich finde das so unglaublich, dass wir jetzt, dass alles auf das Internet bezogen wird. Wir suchen, also mal abgesehen, dass wir da einkaufen können, was immer wir wollen. Es gibt kein Brockhaus mehr. Ich finde das auch sehr, sehr toll, dass es kein Brockhaus mehr gibt. Es gibt Google. Warum brauchen wir noch ein Brockhaus, der immer schon veraltet ist, wenn er rauskommt? Es gibt Google, das hilft uns. Es gibt die Wikipedia. Es ist alles möglich, alles zu finden. Und sogar Menschen zu finden. Wir finden Menschen im Internet. Wir finden Menschen nicht mehr auf der Straße. Wir finden sie im Internet. Wir brauchen so einen Schwachsinn wie Parship. Wir brauchen sowas wie, gibt es noch neu.de oder Elitepartner und sowas. Das brauchen wir. Sowas müssen wir haben. Weil wir nicht mehr in der Lage sind, ich meine, ich war es noch nie, in der Lage sind, auf andere Menschen zuzugehen. Und mit denen zu sprechen und denen etwas von uns mitzuteilen. Wenn wir uns mitteilen, dann dann in SMS-Nachrichten. Wir rufen niemanden mehr an. Selbst meine Mutter ruft mich nicht mehr an, sondern schickt mir eine WhatsApp und fragt, ob alles in Ordnung ist. Meine Frau macht gerade Smoothies, ich muss so lachen, weil sie hat mir beim letzten Mal gesagt, ich soll doch Bescheid sagen, wenn ich ein Video mache. Dann würde sie mit dem Hintergrundgeräusch aufhören und ich finde das total bekloppt, weil so ist es hier nun mal. Ich meine, ich kann ja auch nicht den Leuten draußen sagen, sie sollen mal aufhören, vorbeizufahren oder zu hupen oder sowas, was man heute zum Glück nicht so hört, aber ist egal. So, wir werden zu Einzelgängern erzogen und wir merken das nicht mal mehr. Ich glaube, dass das alles vollkommen normal geworden ist. Ich weiß, dass jeder Trend eine Veränderung bedeutet und dass es auch, dass Menschen das Radio und das Fernsehen sehr skeptisch gesehen haben. Ich sehe das auch heute immer noch skeptisch. Aber was das Internet und das permanente Online-Sein, das permanente Erreichbar-Sein aus den Menschen macht, das finde ich schwierig. Ehrlich, ich finde das echt schwierig. Ich glaube, dass ich mich nicht so sehr verändert habe durch diese Technik, weil ich schon immer so war und diese Technik jetzt noch besser für mich nutzen kann, um so zu sein, wie ich bin. Was auch keine tolle Sache ist, weil ich mir manchmal wünsche, ich wäre gerne etwas anders und offener. Aber das klappt eben
auch nicht immer. Ja, aber es ist halt so, wir werden zu Einzelgängern, Attentätern, Amokläufern und Single-Haushalten erzogen. So ist das. Kein Wunder, wenn man da ins Grübeln kommt, wenn man da alleine irgendwo sitzt. Und kein Wunder, dass man irgendwann an einer Depression erkrankt, weil man permanent einen Kreislauf in seinem Kopf hat, aus dem man nicht mehr rauskommt. Kein Wunder. Hilft das Handy auch nicht so viel. Und das Internet und Parship und Elite-Partner auch nicht. Vielleicht. Rausgehen. Ich war heute schon draußen, wollte ich nur mal sagen. Und jetzt muss ich dringend meine Steuern machen. Ganz dringend. Ganz dringend. Ganz dringend. Genießt den Tag. Heute ist Donnerstag. Ausnahmsweise mal an einem Donnerstag. Bis später.